Und weiter geht's mit Let's Play Luigi's Mansion. Ja. Und jetzt bin ich wieder hier im Telefonzimmer, weil mir hier noch Boohoos fehlen. Ja. Hm? In beiden Räumen fehlen mir noch welche. Da kümmere ich mich gleich drum, wenn ich zu jedem Raum schon Zugang habe. Hm? Im Dunkeln sind die nicht gut zu fangen. Nee. Ja, lach du nur. Ich gehe jetzt ins Waffenzimmer. Rüstungskammer. Ach so. Da ist doch ein Waffenzimmer. Goldbarren und Geld. Viel Geld. Schon stark aufs Ende zu. Sind nicht mehr viele Geister hier zu fangen. Ich glaube 3 oder 4. Das werden wir brauchen. Holla, du mit dem Schnurrbart. Ja, genau, du. Hey, was hältst du von meiner Vasensammlung? Ist sie nicht entzückend? Soweit, so gut. Natürlich ist dieser wunderschöne Anblick nicht kostenlos. Ist doch klar, oder? Wenn du sie dir ansehen möchtest, musst du zuerst mit mir fertig werden. Kein Problem. Das ist doch mal eine Ansage. Dann wollen wir mal sehen, wie oft du meine Wenigkeit mit dem Eis erwischst, Kollege. Schaffst du es, mich 7-mal einzufrieren, dann hast du gewonnen, Capito? Wenn du aber verlierst, fliegst du 8-kantig raus. Jeppa, zeig's mir. Hey. Raus, du hast verloren. Das Spiel ist aus, Kumpel. Kommen wir zur Auswertung. Du hast mich 7-mal erwischt, Kollege. Ich fasse es nicht, wie konntest du mich nur besiegen? Du treibst mir die Schamesröte ins Gesicht, du Oberlippenbartträger. Hoffentlich bist du scharf drauf, in einer dieser Vasen zu landen. Wieso, du bist doch schon rot. Ups. Ey.
trotzdem Gold für dich, Kollege. Schluss jetzt. Du kommst mit. Mami. So, jetzt eröffnen wir hier erstmal eine große Buhu-Jagd. Und wieder rein. Ja, manche Buhus, die haben so viele Lebenspunkte, da muss man mehrmals zwischen den Räumen hin und her. Im Keller ist das ganz besonders nervig, weil man dann immer diesen Staub da wegsaugen muss, damit man da durchkommt. Jedes Mal, wenn man rausgeht und wieder rein, ist der Staub wieder da und das ist besonders nervig im Keller. So, hier ist auch noch einer. Mario! Oh ja! Du entkommst mir sowieso nicht. So, und jetzt noch die beiden Kollegen hier. Ah, hier ist keiner. Dann hat er sich hier verschanzt. Lebenspunkte. Lass die Decke los. Die nehmen wir nicht mit. Thank you.
den Störenfried haben wir. Aber hier ist noch einer. Den wir eben schon mal angeknackst haben. Oh ja. Nervig. Mario! Wäre diese Aufgabe mit den Buhos nicht wäre, das Spiel noch schneller vorbei, glaube ich. Entscheid dich doch mal. Mario! Mario! Nee, nicht Mario. Das ist so nervig. Mario! Da hätten sie sich, wenn sie schon Zeit schinden wollen, hätten sie sich was Besseres einfallen lassen können. Was nicht so nervig ist. Dein Ernst? Die paar Dinger da noch? Mario! Na, warte du. Jetzt krieg ich dich aber. Warte nur ab. So, Feierabend jetzt hier. Ja, führt in den Keller. Moment, das ist ein schnellerer Weg. Wenn ihr wieder ins Foyer wollt, müsst ihr einfach nur... einen Spiegel scannen. Weg gespart. Auf geht's in den Keller. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Mario! So.
So, und jetzt den Ventil umlegen. Müsstest du dich ja am besten auskennen mit Luigi, denn immerhin bist du ja ein Klempner. Das ist der Raum gleich nebenan. Das, meine lieben Freunde, ist der schwerste Gemäldegeist, den man als Goldrahmen kriegen kann. Das ist praktisch unmöglich. Heiß, ouch, verdammt, das ist viel zu heiß. Ich werde in dieser Hitze kochen, ich werde zerschmelzen. Hast du diese Feuer entfacht? Was hast du dir dabei gedacht? Wenn jemand in dieser Villa ein Feuer entzündet, sollte er sich auf die Konsequenzen gefasst machen. Und jetzt lerne deine Lektion. Ja, der hat so einen starken Pull. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Also ganz unmöglich ist es vielleicht ja nicht. Ich habe es schon einmal geschafft. Oh, wer groß. Wenn ich den als Goldrahmen haben wollte, dann müsste ich Stunden zubringen. Etliche Versuche. In meinem letzten Spielstand habe ich dafür mal 3 Stunden gebraucht, bis ich den mal als Goldrahmen hatte. Und jetzt geht's wieder ganz nach oben. Da gehen wir noch schnell hin und dann beenden wir auch den Part. Ich bringe Luigi nur noch schnell nach oben. Dann können wir uns im nächsten Part den letzten Gemäldegeist schnappen. Ja, hier können wir erstmal bleiben. Also, im nächsten Part, wie gesagt, schnappen wir uns den letzten Gemäldegeist. Und dann können wir langsam uns auch dem Boss entgegenstellen. Aber davor sollten wir noch alle Buhus einfangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.